Ja, wir tragen. Hier haben wir eigentlich die Futterküche, wo unsere Züchter die Fütterung vornehmen, vorbereiten, die Früchte und alles. Und dann wieder zum Füttern. Jeder Züchter muss seine Tiere selber besorgen. Da. Sie sind also wahnsinnig gut getarnet. Wie ein Tanzapfel, schon fast. Man sieht ja so ein Was interessant ist, du kannst jetzt an den Tag, du kannst dir die Hände nehmen, die fliegen nicht weg. Die schlafen zeitweise so fest. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht geweckt. Ja, aber sie schauen dir am Ende abend nach, wenn du wieder weg bist. Sind sofort wieder still. Es hat es auch schon gegeben, dass sie so geschlafen haben, dass sie zum Dropsi gehangen haben und hast gemerkt, sie seien tot. Oder? Bin ich bin aus. Ich dachte, jetzt ist der Kerb kaputt gegangen. Oder? Ich nehme ein Ding und dann ist er weggefahren. Eigentlich ein Ding. Mehr oder weniger allein ein Insektenfresser. Wir haben das hier mit Trockengarnelen. Und zwischendurch wieder in der Woche zwei, drei Kaffeelöffel voll. Da der Fasanenaufzuchtfutter noch ein bisschen drunter mischen und nachher mit Eintagsküken immer füttern. Die fressen im Tag so anderthalb Küken. Doch, hä? Ja, es ist von der Größe her, die der Vogel hat, braucht er also recht Futter. Ja. Also es ist manchmal interessant, dass ein kleinerer Vogel praktisch mehr zu sich nimmt als ein grosser. Verbrennt vielleicht einfach mehr, hä? Braucht schon mehr, den, ja, oder? Ja. Und ist also nur, eigentlich auch nur nachtaktiv. Da oben haben wir Waldkraut. Der ist eigentlich in ganz Europa, ist eigentlich mehr oder weniger auf der ganzen Welt verbreitet. Seht man einen Ort? Ja, der hier. Ah, da ist er, ja, genau. Auch gut getarnt, hä? Dann haben wir eigentlich relativ viel hier zu Alten. Man kriegt ja so zur Nacht immer etwa, dass sie einander treffen, oder? Und es gibt so Zeiten, dass man sogar einen hier außen spüren tut. Gerade von der Lösung her, oder? Ja, das ist jetzt so ein. Das ist jetzt eigentlich das Gewöll, oder? Also, dass dann ausscheiden. Das scheidet es aus, oder? Ja. Und dann sehen wir zwischendurch sogar, dass auch der hier außen, dass sie. Dass wenn einer vom Wald oder so kommt, dass sie zueinander kommen. Kontakt suchen, ja. Kontakt suchen, ja. Oder wenn sie einander treffen, zur Nacht, dass sie sogar vorbeikommen. Ja. Da können wir hinten ab, ein grosses Ding.